Ja. Gefällt mir auf jeden Fall besser. Die Granaten sind fast alle. Und die Geschütztürme auch. Toll. Ja, die roten Fläschchen werden gemacht. Da ist noch Eisen, da ist noch Eisen, da ist auch überall noch Eisen da. Na, es wird sich aber schon wieder fangen. Ich muss ja jetzt nur irgendwie dieses Eisenerz da wegbringen. Das sind hier zum Teil 30.000 oder auch 50.000. Ich kann nur hoffen, dass das alles reicht. Gut, jetzt ist das auch noch dran. Auf zum... Obwohl, ich möchte zum Kupfer, aber ich möchte hier auch nicht... Den hier schließe ich an die äußerste Reihe hier an. So. Was fehlt denn? Ja, komm. Ja, lass ein paar Greifarme. Was? So. Okay, dann können das hier auch schmelzen. Ja, und die zusätzliche Reihe müsste auf jeden Fall reichen, um hier diese ganzen Bänder zu füllen. Vielleicht nicht unbedingt komplett voll zu machen, aber auf jeden Fall etwas voller zu halten als nur mit dem hier. Gut, dann kann das wieder abbauen. Nach Stunde 13 ist es fertig. Yay! ich brauche übrigens noch ein paar Sachen für die hier. Sind vielleicht wieder ein paar Prozessoren da? Die ich nutzen kann? Oder sind die alle noch irgendwo? Nee, es staut sich gut. Verstehe. Die werden alle für diese Geschwindigkeitsmodule gebraucht. So, ein bisschen Stahl. Okay. Auf zum Kupfer. Ach, guck mal an. Es sind ja nur noch 40 Minuten. Wow. Gut, ja, dann muss ich mir jetzt dann bald ein neues Kupferfeld suchen.
Welches nehme ich denn da? Das ist leer. Okay. Doof. Dann nehme ich hier aber jetzt die Kohle mit dem Zug weg. Ja, Kohle an. Gut, dann mache ich mal. Also, was ich sagen wollte, da mache ich mal ganz schnell Uranmunition. Die kann ich nämlich jetzt ja bauen. Da muss ich nur wahrscheinlich, was weiß ich, was nicht noch alles aufbauen. Denn die Urangeschichten sind doch schon immer ein bisschen aufwendiger. Gut. Wenigstens die Roboter funktionieren alle ohne Probleme. Oh yeah. Also das hat was gebracht mit dem Öl. So, 41. Wie viel brauche ich? Habe ich noch eine? Nee. Dann baue ich mal noch eine Zentrifuge. Da fehlt ein bisschen Stahl und Beton. Und Stahl. Wunderbar. So, diese Zentrifuge müsste dann diesen Anreicherungsprozess machen. Denn das Uran, das hellgrüne, dauert ewig. Ja. Ja, ganz genau. So. Okay. Der Plan ist mehr oder weniger, dass hier das Uran erstmal gesammelt wird. Und dann eben hier verarbeitet wird und im permanenten Kreislauf hier rumläuft und hier nur aufgefüllt wird, sobald hier halt irgendwo leer ist, ja. Und dass auf der Seite dann überschüssiges hellgrünes Uran weggenommen wird. Mal gucken, ob das so klappt. Das wird doch schon ein bisschen komplexer. Und ja, da brauche ich ein paar mehr, denn das braucht 50 Sekunden. Deswegen. Und ich brauche ja für die Munition nur dunkelgrünes, aber für die Atombombe, die ich ganz gerne haben möchte, brauche ich hellgrünes. Und ja, mal gucken. Gut, trotzdem, Kupferproblem ist hier genügend drin. Ich lasse das aber erstmal, weil ich Kupfer brauche.
Und damit ich nicht jedes Mal wieder dahin laufen muss, baue ich mal ein paar Radare. Ich glaube, die muss ich sowieso per Hand craften, damit ich dann für die Rakete genug habe. Ist aber noch viel zu tun, obwohl die Rakete schon weg ist. Also, ist nicht zu unterschätzen. Okay, nee, das setze ich da nicht hin. Kommt einmal hier hin und einmal hier dazwischen, dann habe ich beide. Nee, das war das Falsche. Noch eins hoch. Dann habe ich nämlich alle vier Erzlager im Blick. Jo, es ist leer. Verdammt. Okay, ich muss ganz, ganz, ganz schnell Kupfer herbringen. Und ich brauche auch ganz, ganz, ganz schnell noch ein paar Erzförderer. Ich habe 24, da kriege ich gerade mal zwei zusammen. Okay, welches Kupfer hätte ich denn gern? Ich nehme mal das und gleichzeitig noch das. Naja. Eins nach dem anderen. Erstmal Erzförderer bauen, denn ich mache die ja so gern kaputt. Na? Also. Ich möchte aber auch noch ganz gerne die hier bauen. Panzerbrechende Munition. Ich immer noch 11.000 von. Okay, weißt du was? So. Nicht ein dunkelgrünes Uran. Das mache ich jetzt mal ganz schnell, denn ich habe ja noch zum Glück hier genügend Puffer. Deswegen ist es nicht schlecht, das alles irgendwie in Kisten zu machen. So. Mal 25 von dieser Munition. Sind hier ein paar leere? Anscheinend ja. Jo, gut. Ganz klar. Stahl. Aber da habe ich halt zum Glück schon 3000. Eisenplatten brauche ich auch noch. Die brauche ich. Ah. So. Ja. Noch 70.000 Kupfer drauf. Aber es liegt nicht an der Schwefelsäure. Da sind doch genügend leere drin. Also es sind doch einige Roboter im Einsatz. Gut. Es wird nämlich nichts bringen, wenn ich jetzt mal, bis der hier leer ist, der Tank leer ist und der noch fast voll. Aber das Öl läuft wunderbar. Okay. Die Erzförderer sind in der Mache. Habe ich Filter? Ja, ich habe Filter. Nee, mach das lieber so. Und dann so.
Dann läuft das zumindest automatisch. Okay, also eigentlich müsste diese Uranmunition jetzt so dermaßen abgehen, dass die Aliens eigentlich instant umfallen. Ich könnte ja mal... Ach nee, kann ich nicht. Das könnte ich forschen. Dass die Erzförderer noch mal ein bisschen schneller sind. Den halte ich mal an. So. Nee, geh zu. Wie viel hat er? 200. Also der ist hier auch fast am Ende. Gut, ich hoffe, der Ölzug kommt jetzt nicht. Nee. Eben noch mal kehrt machen. Wie sieht das denn jetzt hier aus? Gut. Und dann brauche ich anscheinend kein weiteres Ölfeld. Das ist mir auch ganz recht. So. Ja, fahr da rein. Tja, ist nicht schlimm. So. Oh je, oh je. Okay. Das und das weg. So. Da mache ich vielleicht lieber eine größere Kiste hin. Das sind nämlich nochmal 3000 Eisen. So. Der hier. Ist das Kupfer? Jo. Okay. Kupfer an. Ich habe noch ein paar Türme und sowas einstecken. Ja, da muss ein bisschen großzügiger jetzt mal gerodet werden. Denn ich möchte hier ja einen Bahnhof hinbauen. Für dieses kleine Kupferfeld. So. Dann macht mal. Ich habe hier sogar Strom. Wahnsinn. Ich muss nur aufpassen. Da oben sind nämlich Aliens. Ja, aber guck mal, wie schnell die kaputt gehen. So. Ein Nest komplett weg. Und die Munition ist noch nicht mal komplett leer geschossen.
bisher das noch. Ich brauche ein Schild. Aber gut, hat sich auf jeden Fall gelohnt. So, die Schiene kommt hier runter. So, dann brauche ich noch die Mauer. Ach nee, die Mauer baue ich lieber ein bisschen anders. Weil ich muss ja hier noch einen Bahnhof unterbringen. So. Okay. Und jetzt halt hier runter. Die und hier muss so eins hin. Hier so eins. Und hier so eins. Hier dahinter das zum Freigeben. Hier muss so eins und da muss so eins. Was ist denn jetzt da oben?